Die Themenlage in München. Eigentlich sollte es um das anstehende Spiel gegen den VfL Wolfsburg oder um Serge Gnabrys Vertragsverlängerung gehen. Eigentlich. Vielmehr ging es um ein Trio, das in dieser Woche anders und unfreiwillig für Schlagzeilen sorgte. Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller, allesamt frisch aus der Nationalmannschaft aussortiert. An der Säbener Straße ist man irritiert. Ansonsten weiß ich auch, dass meine Spieler, der Thomas, der Jerome und auch der Mats, enttäuscht waren. Ja, gerade auch, weil es ja dann doch hieß, die Endgültigkeit, ja, mit 30 Jahren bzw. mit 29 Jahren schon als altes Eisen bezeichnet zu werden, ja, das ist, glaube ich, nicht richtig. Der Bundestrainer reiste zur Verkündung unangekündigt nach München, mehr oder weniger. Ich wurde gestern zweimal von Jogi Löw angerufen, gegen 9 Uhr. Nur da saßen wir in der Besprechung. Das heißt, also ich habe dann nicht gewusst, worum es genau geht. Er bat mich, ihn dann zurückzurufen. Als ich zurückrief, war er dann schon im Flugzeug, sodass ich dann letzten Endes hier mit ihm dann kurz bevor die Spieler informiert wurden, gesprochen habe. Er hat mich dann auch informiert und so war der Ablauf. Also das heißt, die Kommunikation war schon da, aber jetzt nicht über mehrere Tage, sondern an dem Tag. Eine Entscheidung nicht für alle nachvollziehbar. Ich habe es auch nur kurz mitbekommen nach dem Training. Ich war dann schon auf dem Heimweg. Ich denke, genauso überrascht wie viele andere im ganzen Land. Und auch wie die Spieler, denke ich. Dass es natürlich ein Rückschlag für die drei war, ist, denke ich, klar. Im ersten Moment. Aber nichtsdestotrotz muss man das alles akzeptieren. Und die Jungs haben heute wieder im Training Gas gegeben. Ihre Karriere geht weiter und mal schauen, was in der Zukunft passiert. Es ist eine völlig überraschende Geschichte gewesen. Überraschend sowohl für die Beobachter als auch für die Spieler selbst, weil diese drei Spieler alle, und wir hatten zu allen Kontakt, gesagt haben oder gemeint haben, sie wären weiterhin voll dabei. Es wurde ihnen auch zum Abschied letztes Jahr, Boateng war ja damals im letzten Spiel gegen Holland beim 2:2 in Gelsenkirchen nicht dabei. Auch er hatte die Hoffnung und ihm wurde gesagt, dass er im März wieder zugehören werde. Bei Müller sowieso, der sollte bis 2020 bleiben. Und Hummels hat gegen die Niederlande beim 2:2 eigentlich ganz gut gespielt. Und auch für den war klar, dass er weiterspielt. Die sind auch alle drei total geplättet. Die sind völlig vor den Kopf gestoßen. Die haben nie und nimmer mit sowas gerechnet. Die Reaktion des Vereins. Man sei irritiert, ob Zeitpunkt und Umstände, die der Betroffenen etwas deutlicher. Je länger ich drüber nachdenke, ja, macht mich die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, einfach sauer. Kein Verständnis habe ich vor allem für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung. Mats, Jerome und ich sind immer noch in der Lage, auf Top-Niveau Fußball zu spielen. Kurz nachdem wir von der Entscheidung vom Bundestrainer erfahren, dann vorgefertigte Statements seitens des DFB und des DFB-Präsidenten an die Presse rausgegeben werden, dann ist das einfach aus meiner Sicht kein guter Stil und hat mit Wertschätzung eben dann auch nichts zu tun. Der FC Bayern, irgendwo zwischen Titelkampf in der Bundesliga und Champions-League-Rückspiel gegen Liverpool. Ein Nebenkriegsschauplatz, der dem Rekordmeister nicht ins Timing passt. Ja, natürlich ist das noch im Kopf drin, aber ich habe ja mit den dreien auch gesprochen. Und es ist ja so, jeder Einzelne weiß, dass das jetzt erst einmal so ist. Das ist jetzt, ich sage mal, auch Vergangenheit. Man muss jetzt die Gegenwart oder auch die Zukunft kann man beeinflussen. Und die heißt FC Bayern München. Und das sind alles Profis, das sind alles tolle Charaktere, tolle Spieler, die das auch in ihrer Laufbahn schon allzu oft bewiesen haben, dass wenn der Druck oder die Erwartungshaltung sehr groß ist von außen, aber auch von intrinsisch, ja, also auch von selbst, dann sind sie zur Höchstleistung imstande. Deswegen weiß ich, dass sie alles geben werden, um letzten Endes auch zu beweisen, sich selbst, aber auch allen anderen, dass sie mit Sicherheit die Qualität haben, weiterhin für ihr Land zu spielen. Fürs Erste ist das für Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng keine Option mehr. Für sie heißt es volle und exklusive Konzentration auf den FC Bayern.